Ich hatte versprochen, über Motherland zu berichten, sobald Ubisoft Informationen darüber veröffentlicht. Und dieses Versprechen habe ich nicht gehalten. Das tut mir leid. Ich möchte dir mit diesem Video ja eine Art Erklärung geben und auch einen Ausblick darauf, was dann jetzt in Zukunft noch kommt. Vor genau einer Woche, also letzte Woche Montag, hat meine Freundin, mit der ich 12,5 Jahre zusammen war und 2 gemeinsame Kinder habe, Schluss gemacht. Die Trennung an sich ist für mich nicht so das Problem, weil da gefühlsmäßig eigentlich schon lange tote Hose war. Aber die bevorstehende Trennung von meinen Kindern, die macht mir doch sehr zu schaffen. Und deshalb bin ich immer so phasenweise jetzt traurig. Ich kann mich im Allgemeinen kaum konzentrieren, bin total unmotiviert und ich fühle mich einfach leer. Und deshalb konnte ich mich auch einfach, so sehr ich es auch wollte, aber ich konnte mich nicht dazu aufraffen, ein Video aufzunehmen. Es kamen so viele Videos von Ubisoft, so viele Infos bezüglich Motherland, aber ich habe es einfach nicht geschafft, da mich aufzuraffen, um da Videos dazu zu machen. Ende diesen, Anfang nächsten Monats steht dann auch noch der Umzug an. Möglicherweise wird es dort dann auch in dem im Umzugszeitraum weniger Videos geben, das weiß ich aber noch nicht. Vielleicht kann ich mich ja vorher noch dazu aufraffen, irgendwie ein paar Videos vorzuproduzieren, damit dort der Content wenigstens ganz normal weiterläuft. Mir geht's mittlerweile auch schon wieder ein klein wenig besser. Ich habe mich ein bisschen mit der Situation angefreundet. Und vielleicht kann ich auch heute noch ein Video aufnehmen für morgen, wenn auch dann vielleicht kein großes, sondern nur was Kleines. Aber so generell wurde eigentlich alles, was ich in meinem großen Video, das ich ursprünglich machen wollte, zu dem ich über eine Seite Notizen gemacht habe, alles schon von Ubisoft gezeigt. Ubisoft hat in ihrem Trailer und dann auch in den Infos, die sie veröffentlicht haben und die kleinen Videos zu den Waffen und so weiter, die haben alles gezeigt, was ich in dem Video zeigen wollte. das war nicht so nett. Aber ein Satz, den ich seit letzter Woche sehr oft zu mir selbst gesagt habe. Es ist, wie es ist. Ich werde dann halt kein so allgemeines, was ist Operation Motherland oder was ist darin enthalten Video machen, weil das, die Informationen dazu sind eigentlich mittlerweile bekannt. Ich werde aber dann so ein paar kleine Infovideos und Tutorial-Videos machen. Ich mache ein Let's Play. Das baue ich ein bisschen auf als Guide. Es gibt ja diese Sektoren, die hat man ja schon gesehen in dem Trailer. Und ich mache dann immer jeden Sektor quasi als ein Video und unterteile das dann auch mit Timestamps für die jeweiligen Missionen, damit du da einfach navigieren kannst. Und wenn du dazu in einer bestimmten Mission Hilfe brauchst, rufst du dir einfach das Video zu der jeweiligen Region auf und springst dann zu dem Timestamp, zu diesem Videokapitel mit der Mission. Ich will auch noch so ein paar kleine Tutorial-Videos machen zur neuen optischen Tarnung und den Waffenaufwertungen und so weiter. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Diese Let's Play-Guides, nenne ich es mal, die kommen dann ganz normal mittwochs und sonntags. Freitags das Tutorial bzw. Infovideo, muss ich mal schauen, ob ich es schaffe. Aber ich denke schon, also ich versuche das auf jeden Fall. Der ganze Trennungs- und Umzugskram hat allerdings auch ein paar Vorteile, die will ich jetzt auch nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Die wichtigsten Vorteile für dich und für euch als meine Zuschauer sind eigentlich, dass ich vor allem mehr Zeit habe. So kann ich dann zum Beispiel eventuell bessere Videos machen, mal schauen. Auf jeden Fall kann ich mehr lernen, was die Videoproduktion und so weiter angeht, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und ab nächstem Jahr dann, also ab Januar denke ich, kann ich vielleicht sogar regelmäßig streamen wieder, was ja jetzt hier so bisher nicht so gut möglich war. Schauen wir mal. Ich habe ungefähr die doppelte Zeit
für mich quasi, wie ich sie vorher hatte. Schauen wir dann, wie es wird. Ich habe auf jeden Fall vor zu streamen und ja, ich freue mich auch auf das Abenteuer nach ja, fast 13 Jahren wieder alleine zu leben. Ein bisschen Angst ist dabei, ich denke, das ist ganz normal, aber im Großen und Ganzen freue ich mich drauf, ja, mal wieder auf eigenen Beinen zu stehen und nur für mich selbst verantwortlich zu sein. Gut, ich schaue da mal, ob ich jetzt noch schnell was aufnehmen kann für morgen. Morgen um 10 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt ja Motherland raus und dann fällt auch mein NDA. Und ja, schauen wir mal, was ich dann morgen bringe. Vielleicht ein allgemeines Video zu den Missionen, zu den Destabilisierungsmissionen, zu der Reihenfolge, wie man sie am besten angeht. Oder so irgendwas, schauen wir mal, irgendwas, was nicht so groß ist. Denn so viel Zeit ist nicht mehr bis morgen. Ja, dann bis zum nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.